Und es geht weiter mit dem nächsten großen Installationsschritt. In diesem Video erhältst du das Werkzeug, mit dem du in deinem Alltag exakt bestimmen kannst, wer in der Spielerrolle und wer in der Mitspielerrolle ist. Los geht's! Stell dir mal vor, du bist eine Polizistin und darfst Autos anhalten und kontrollieren. Und stell dir vor, dass du auch eine Sondererlaubnis hast, den Autofahrerinnen alle möglichen Fragen zu stellen. So eine Sondererlaubnis gibt es ja normalerweise nicht. Polizisten dürfen nicht wahllos alles fragen und Antworten verlangen. Aber stell dir mal vor, das wäre heute möglich. Und nun hältst du einen Autofahrer an und fragst ihn, wo er gerade hinfährt. Der Autofahrer ist freundlicherweise bereit, dir alle Fragen zu beantworten und sagt, dass er ins Einkaufszentrum fahren will. Also hat dieser Autofahrer ein Ziel. Er will einkaufen gehen. Dementsprechend ist er in der Spielerrolle. Nun fragst du weiter. Und warum wollen Sie ins Einkaufszentrum? Der Autofahrer sagt, weil mein Sohn mich beauftragt hat, für ihn Schulhefte zu kaufen. Da der freundliche Vater also dem Ziel seines Sohnes zur Verfügung steht, befindet sich dieser Autofahrer in Wirklichkeit in der Mitspielerrolle. Du fragst, warum macht Ihr Sohn das nicht selbst? Weil er heute Geburtstag hat. Und ich wollte ihm eine Freude machen und habe ihm geschenkt, dass ich heute alles mache, was er sich von mir wünscht. Natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens. Aha, also ist der Autofahrer doch in der Spielerrolle, denn er hat selbst das Ziel, seinem Sohn eine Freude zum Geburtstag zu machen. Schauen wir uns aber die Situation an, in der er sich jetzt gerade zusammen mit dir befindet. Dann sehen wir, er steht deinen Fragen Rede und Antwort. Du hast als Polizistin das Ziel, deine Fragen beantwortet zu bekommen. Und der Autofahrer steht deinem Ziel zur Verfügung. Dadurch ist er dir gegenüber in der Mitspielerrolle. Nun sagt der Autofahrer nervös, ich bin ungeduldig und will schon die ganze Zeit gerne weiterfahren. Darf ich endlich weiterfahren? Der Vater hatte also die ganze Zeit während der Befragung das Ziel, möglichst schnell weiterzufahren. Damit ist er in der Spielerrolle. Aber weil er dich ja um Erlaubnis fragt, ob er weiterfahren darf, steht er in der Mitspielerrolle wiederum dir und deinem Wunsch zur Verfügung, dass er anhalten sollte. Und er hat den Wunsch, von dir aus der Mitspielerrolle entlassen zu werden. Da dieser Wunsch nach Entlassung hinter seiner Frage steckt, ist er in der Spielerrolle. Ja, was denn nun? Ist der Autofahrer nun in der Spielerrolle oder ist er in der Mitspielerrolle? An dieser gesamten Situation kannst du nun erkennen, dass die Rollenverteilung davon abhängt, auf welches Ziel du dich jetzt gerade konzentrierst. Welches Ziel pickst du dir aus der großen Menge von gleichzeitig wirkenden Zielen heraus? Und bezogen auf dieses eine Ziel oder Wunsch oder Bedürfnis, je nachdem, bezogen auf diese eine Sache, kannst du dann die Rollen ableiten. Wir verteilen im Alltag also keine Rollen wie beim Theater oder beim Film. Kein Mensch steckt nur in einer einzigen Rolle fest, denn keiner folgt nur einem einzigen Ziel. Es kommt beim Bestimmen einer Rolle auch nicht darauf an, was ein Mensch gerade tut.
Du kannst bei niemandem durch das Beobachten seines Verhaltens feststellen, ob er jetzt gerade einem eigenen Ziel folgt oder dem Ziel eines anderen Menschen zur Verfügung steht. Oder beides gleichzeitig. Nur wenn du mit demjenigen redest, kannst du anfangen zu erforschen, auf welches Ziel er sich jetzt gerade konzentriert. Eine Rollenbestimmung ist also erst möglich, nachdem wir klar haben, auf welches Ziel jetzt gerade die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Wir müssen zuerst entscheiden, um welches Ziel es jetzt gerade geht, und dann erst bestimmen wir bezogen auf dieses Ziel die Rollenverteilung. Wechseln wir und richten unsere Aufmerksamkeit auf ein anderes Ziel, dann ändert sich auch sofort die Rollenverteilung. Also, der Vater ist in der Spielerrolle bezogen auf sein eigenes Ziel, ins Einkaufszentrum zu fahren. Bezogen auf das Ziel seines Sohnes, Schulhefte zu bekommen, ist der Vater in der Mitspielerrolle. Bezogen auf sein eigenes Ziel, dem Sohn eine Freude zu machen, ist er in der Spielerrolle. Bezogen auf dein Ziel als Polizistin, ihm Fragen zu stellen, ist der autofahrende Vater in der Mitspielerrolle. Bezogen auf sein Ziel, endlich weiterzufahren, ist er in der Spielerrolle. Und bezogen auf dein Ziel, dass er anhalten sollte, ist er in der Mitspielerrolle. Der Schlüssel zu der Rollenbestimmung liegt also immer in deiner Aufmerksamkeit auf ein Ziel. Auf welches Ziel schaust du gerade und wer ist bezogen auf genau dieses Ziel in welcher Rolle? Wer hat das Ziel, auf das du gerade schaust? Wer macht mit und wer macht bei diesem Ziel nicht mit? Schnitt. An dieser Stelle erinnere ich noch einmal daran, dass der Begriff Ziel eine Variable für alles ist, wonach wir streben. Also du kannst hier auch den Begriff Wunsch einsetzen. Auf welchen Wunsch konzentrierst du dich gerade? Wer ist bezogen auf genau diesen Wunsch in welcher Rolle? Also wer hat den Wunsch? Oder wer macht bei der Wunscherfüllung mit? Oder wer macht dabei nicht mit? Oder wer hat im Alltag gerade welches Bedürfnis? Oder über wessen Vision redet ihr gerade? Wer hat als Erste eine Idee gehabt und erzählt von ihrer Idee, sodass sie in der Spielerrolle im Mittelpunkt steht? Wer hat welche Sehnsucht? Und wer unterstützt die Erfüllung dieser Sehnsucht in der Mitspielerrolle? Und wer zieht sie zurück und ist ganz außen vor in der Nichtspielerrolle? Eigentlich ist es ganz einfach. Ich fasse noch einmal zusammen. Lenke deine Aufmerksamkeit zuerst auf ein Ziel oder auf einen Wunsch oder ein Bedürfnis, eine Vision, eine Sehnsucht. Und bezogen auf dieses Ziel kannst du dann bestimmen, wer in welcher Rolle ist. Allerdings wird das durch eine Tatsache ziemlich erschwert. Unsere Aufmerksamkeit wechselt nämlich sehr schnell und sehr häufig. Das können wir schon alleine an unseren Gedanken ablesen. Die wechseln auch sehr häufig. Mal denken wir an unser eigenes Ziel, das wir uns gerade zu erreichen vorgenommen haben. Dann sind wir in Gedanken bei einem Freund und seinen Vorstellungen, die er uns letztens erzählt hat. Dann konzentrieren wir uns auf unsere Arbeit und die dort vorhandenen Ziele. Denken dabei an einen Kunden, dem wir für seine Wünsche zur Verfügung stehen. Denken dann an unsere Chefin, was sie wohl für Wünsche hat. Dann spüren wir eine Bewertung in uns, weil wir die Unklarheit unserer Chefin nicht mögen. Denn wir haben das eigene Ziel, von der Chefin Klarheit zu bekommen. Das wiederum erinnert uns an unsere Eltern und wie wir für ihre Wünsche zur Verfügung stehen mussten, von denen wir uns aber abgegrenzt haben und in die Nichtspielerrolle gegangen sind. Oder wir denken daran, wo uns unsere Eltern wundervoll unterstützt haben bei unseren Zielen und wo die Eltern in der Mitspielerrolle waren und wir ein eigenes Ziel hatten.
und wo sie uns vielleicht immer noch unterstützen und so weiter. Das klingt alles ein bisschen anstrengend und kompliziert. Wir sind es nicht gewohnt, so bewusst über alle möglichen gleichzeitig wirkenden Ziele zu reflektieren. Meistens läuft es alles unbewusst ab. Wenn du dich zum Beispiel beim Fahrradfahren genau und achtsam beobachtest, wirst du feststellen, dass du die ganze Zeit Ziele vor Augen hast und dass du schnell zwischen ihnen wechselst. Dieser schnelle Wechsel deiner Aufmerksamkeit ist völlig natürlich und normal. Beim Aufsteigen auf dein Fahrrad konzentrierst du dich kurz auf dein Fahrrad, weil du die Position der Pedale suchst. Dann fährst du los und konzentrierst dich darauf, das Gleichgewicht zu halten. Du bewegst entsprechend den Lenker. Hier stehst du der Erdanziehungskraft zur Verfügung in der Mitspielerrolle. Und was ist die Erdanziehungskraft? Sie ist ein Ziel des Planeten Erde nach Zusammenhalt, nach Existenz. Wir stehen diesem Ziel permanent in der Mitspielerrolle zur Verfügung und haben gleichzeitig darin das eigene Ziel, unser Gleichgewicht aufrechtzuerhalten gegenüber der Erdanziehungskraft. Wenn du auf dem Fahrrad das Gleichgewicht dann im Griff hast, konzentrierst du dich auf den Weg, auf dem du fährst. Du weichst den Unebenheiten auf dem Fahrradweg aus. Dann berechnest du, wie sich wohl die Fußgänger und Autos bewegen werden. Nimmst du Rücksicht auf sie und stellst dich ihnen und ihren Zielen zur Verfügung. Dabei folgst du gleichzeitig weiterhin deinem eigenen Ziel beim Fahren, denn du fährst ja in eine bestimmte Richtung und willst irgendwo hin. Du versuchst ab und zu, dich in der Spielerrolle mit deinen Zielen selbst im Verkehr durchzusetzen, indem du zum Beispiel mit der Fahrradklingel klingelst. Auf die Verkehrszeichen und Ampeln achtest du auch und nimmst wieder in der Mitspielerrolle Rücksicht. Und wenn du eine gerade Strecke vor dir hast und keine Gefahr droht, lenkst du deine Aufmerksamkeit nach innen und denkst an andere Dinge und an andere Menschen und vielleicht an ihre Bewertungen. Diese wertenden Menschen sind in der Spielerrolle, während du dich bei den Gedanken an sie in der Mitspielerrolle fühlst. Dann hast du das Ziel, dir ein kleines Fliegchen aus dem Auge zu wischen. Gleichzeitig schlägt dein Herz und hat das Ziel, deinen Blutkreislauf aufrechtzuerhalten, während dein Gleichgewichtssinn sich der Erdanziehungskraft zur Verfügung stellt und deine Muskeln das Ziel haben, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dein Trommelfell im Ohr steht in der Mitspielerrolle den Schallwellen aus der Umwelt zur Verfügung. Du hörst beim Fahrradfahren, ob sich hinter dir oder neben dir Autos befinden und hast dabei das Ziel, dich selbst zu beschützen. Und so weiter. Es wirken also immer mehrere Ziele auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Und du kannst beobachten, worauf du gerade deine Aufmerksamkeit lenkst und ob du dabei irgendein Ziel oder Wunsch in den Vordergrund stellst oder ob ein Ziel oder ein Wunsch generell im Vordergrund steht, vielleicht auch durch etwas, was von außen auf dich zukommt. So, wenn aber immer mehrere Ziele gleichzeitig vorhanden sind, wozu sind dann überhaupt diese Rollenbestimmungen gut? Machen die dann noch Sinn? Auf jeden Fall. Und zwar in ganz bestimmten Momenten. Wenn du dein Leben intensiv beobachtest, dann wirst du feststellen, dass deine Aufmerksamkeit nicht immer so wundervoll im Fluss ist, wie ich es gerade beim Fahrradfahren beschrieben habe. Du wirst feststellen, dass sich die Ziele nicht immer so fließend abwechseln oder gleichzeitig harmonisch nebeneinander wirken. Sicherlich kennst du Situationen, in denen es einen Streit oder eine Diskussion mit einem anderen Menschen gab. Und hinterher war nicht einfach wieder alles gut.
sondern es beschäftigt dich länger. Du musst immer wieder daran denken. Und vor allem fallen dir im Nachhinein noch viele Sätze ein, die du in der Situation hättest sagen können. Du führst sozusagen nachträglich das Gespräch mit deinem Gegenüber weiter. Das bedeutet, deine Aufmerksamkeit bleibt an dieser Situation hängen. Du bleibst stecken. Dein innerer Fluss stockt. Du hast ein Problem. Denn du hast eine Rollenverteilung erlebt, die dir unangenehm und vielleicht sogar schmerzhaft war. Und nun versuchst du nachträglich innerlich diese Situation irgendwie zu lösen. Du suchst nach einem Happy End im Gefühl. Und wenn es so ein Rachegedanken ist, wie du den anderen zurückverletzen kannst und probierst verschiedene Dinge aus. Oder du hast ein Problem mit dir selbst und bist mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem Problem stecken geblieben. Du bist unzufrieden mit etwas, weil du was nicht geschafft hast und grübelst und grübelst. Kurz, es gibt Situationen, in denen ein Fluss stecken bleibt. In dem Moment kommt ein ganz bestimmtes Ziel oder ein Wunsch oder ein Bedürfnis oder eine Vision ganz stark in den Vordergrund. Es sticht hervor und wird im negativen Fall als Problem oder Konflikt bezeichnet. Für so etwas ist das Neuresonanzmodell gut. Du kannst nachträglich die Rollenverteilung in einer schwierigen Situation besser analysieren. Du kannst erkennen, wessen Ziel im Vordergrund stand und die Hauptaufmerksamkeit bekommen hatte. Und du kannst erkennen, wer dadurch bezogen auf dieses Ziel in welcher Rolle war. Du kannst erkennen, welche Rolle du selbst dabei hattest und kannst dir auch deine Gefühle erklären, deine natürlichen Rollenempfindungen. Du kannst also mit Hilfe des Neuresonanzmodells die gesamte Situation viel klarer und schneller durchschauen. Und dann kannst du dir auch mit Hilfe des Modells nachträglich eine andere und angenehmere Rolle geben. Du kannst das Modell nutzen, um durch einen nachträglichen Rollenwechsel tatsächlich ein Happy End-Gefühl in dir zu erzeugen. Je öfter dir so etwas gelingt, umso schneller wirst du dann später im Alltag schon in so einer unangenehmen Situation die Rollenverteilung erkennen und dir selbst die Rolle geben, die du haben möchtest. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ist dir das aufgefallen? Ich habe gesagt, umso schneller wirst du dann später im Alltag schon in so einer schmerzvollen Situation die Rollenverteilung erkennen und dir selbst die Rolle geben, die du haben möchtest. Bisher habe ich ja nur davon gesprochen, durch welchen Schlüssel man erkennt, wer welche Rolle hat. Ich habe dir gezeigt, dass die Rollenbestimmung dadurch geschieht, indem du dich auf ein bestimmtes Ziel konzentrierst. Bezogen auf dieses Ziel kannst du eine Rollenverteilung erkennen. Wer hat dieses Ziel und wer steht diesem Ziel in der Mitspielerrolle zur Verfügung oder wer macht nicht mit? Und jetzt habe ich eben gesagt, dass du dir auch selbst die Rolle geben kannst, die du haben möchtest. Ja, aber wie geht das denn? Es ist ganz einfach. Als du vorhin als Polizistin den Autofahrer befragt hast, hast du nur die entsprechenden Ziele herausbekommen, indem ihr miteinander geredet habt. Die Ziele und die dazugehörigen Rollen werden in den allermeisten Fällen also mit Hilfe der Sprache deutlich, durch unsere Kommunikation. Du kannst durch das, was jemand sagt, erkennen, worauf sich gerade seine Aufmerksamkeit lenkt. Durch seine Worte erkennst du sein aktuelles Ziel und seine dazugehörige Rollenverteilung. Und so kannst du auch selbst durch das, was du sagst, Ziele in den Vordergrund bringen und Rollen festlegen. Jeder Mensch kann das, wenn ihm bewusst ist, wie das überhaupt geht.
Und wie du mit Hilfe deiner Sprache Ziele und Rollen selbst kreativ bestimmen und steuern kannst und wie sich das dann positiv auf deine Rollenempfindung auswirkt und auf dein gesamtes Lebensgefühl, das zeige ich dir im nächsten Installationsvideo.